Hallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu RBB 24 am Dienstagabend. Das war's für Martin Sellner. Er darf seine rechtsextremen Ideen und kruden Vorschläge nicht mehr in Deutschland verbreiten. Zumindest nicht persönlich, denn der Österreicher darf nicht mehr einreisen. Gefährdung der öffentlichen Ordnung. Die Stadt Potsdam hat das Einreiseverbot vor Gericht erwirkt und es gilt ab sofort. Wenn die Kita nicht öffnet, die Kinder nicht betreut werden, dann zieht das Kreise. Nicht nur, dass die Racker nicht spielen können und nicht gefördert werden, die Eltern können auch nicht arbeiten gehen. Schwierige Situation. Und trotzdem viel Verständnis für den Protest, denn die Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt streikten heute in Berlin für Gerechtigkeit. Diese wichtige wie anspruchsvolle Arbeit als Erzieherinnen und Erzieher, die ist nicht üppig bezahlt und auch nicht gleich. Also nicht so wie bei den Beschäftigten vom Land Berlin. In Elsterwerda müssen gerade rund 16.000 Menschen ohne Wasser auskommen. Eine Hauptleitung ist gebrochen, teilte der Wasserverband Elsterwerda mit. Momentan werden die Haushalte durch einen Wasserwagen notversorgt. Die Reparatur ist eingeleitet, kann aber bis morgen Mittag dauern. Jetzt gibt es hier weitere Nachrichten, kurz und kompakt. Die Entscheidung ist gefallen. Die Baumhäuser im Protestcamp nahe der Tesla-Autofabrik in Grünheide dürfen bleiben. Das Verwaltungsgericht in Potsdam wies entsprechende Auflagen der Polizei heute zurück. Die Polizei hatte Bedenken geäußert, dass die Baumhäuser zu gefährlich seien und gegen den Naturschutz verstoßen. Das reiche für ein Verbot nicht aus, so das Gericht. Wenn Bargeld in einem Umschlag mit der Post kommt, das ist schon ungewöhnlich, oder? Das ist aber immerhin keine neue Betrugsmasche. Und manch einer freut sich mal was anderes als Rechnungen und Werbung im Briefkasten. Diese milde Gabe kommt vom Robert-Koch-Institut. Die Forschungseinrichtung verschenkt auf dem Postweg 5 Euro, um auf eine Studie aufmerksam zu machen. Steuergeld natürlich, das bleibt nicht ohne Kritik. Ja, Uri hofft noch. So, wir sind beim Sport, da fliegen jetzt die Basketbälle, Uri. Und Alba war gefordert in der Euroleague am Abend. Genau so ist es, Andrea. Und mach ran. Dankeschön, Uri. Wir schauen noch aufs Wetter. Nachts im Norden mehr Wolken als im Süden. Daher kühlt es unterschiedlich aus auf plus 5 bis minus 2 Grad. Morgen dann, am Mittwoch, scheint die Sonne im Süden. Im Norden bleiben die Wolken und da gibt es noch ein bisschen Regen. Höchstens 14 bis 17 Grad. Am Donnerstag wandern die Wolken dann samt Regen in den Süden, werden dabei aber schwächer. Am Freitag ist es bei etwas Sonne lange, weitgehend trocken. Später im Norden dann neuer Regen. Samstag dann zieht der Regen langsam ab. Dann wird es aber auch ein bisschen kühler. So viel von uns hier erstmal. Jetzt geht's hier weiter mit Blue Moon. Das ist das Talk-Format von Fritz. Da können Sie anrufen und alles erzählen, was Sie immer schon mal sagen wollten. Viel Spaß dabei und einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.